herzlich willkommen bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Heute sind wir wieder zu Gast in der Galerie Violett von Aya Atti. Wir haben heute ein sehr ernstes Thema und deswegen wirken wir vielleicht auch nicht so gut gelaunt. Wir hatten schon viele Vorgespräche, eine rege Diskussionsrunde und der Künstler auf neben meiner linken Seite, der Ahmed Nadas, hat schon eine Live-Performance auf dem Friedrichsplatz vorgeführt und wir haben heute auch die Shilan als Übersetzerin und wir sind schon ganz gespannt, was er uns erzählt und ich denke, das wird Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auch sehr interessieren. Erstmal herzlich willkommen, Aya. Ja, hallo, ich freue mich. Wie kam es zu der Kooperation mit dem Ahmed, dass er jetzt nochmal exklusiv zur Documenta diese Performance auf dem Friedrichsplatz durchführen konnte und jetzt auch noch diese Diskussionsrunde bei dir in der Galerie, wo es wirklich sehr bewegend war, weil er viele Sachen erzählt hat, wie er zu der Kunst und zu seinen Performances gekommen ist? Also in Documenta dieses Jahr, es gibt einen Teil, das ist Rojava Künstler, das ist ein Teil für kurdische Kunst. Also, und Ahmed und mit also ein paar Freunden, sie haben hier gekommen zu Gast zum Documenta und ich kenne Vian, der arbeitet auch mit viel ukrainische und so mit Migranten und er hilft so viel und er wollte die Leute hier bringen in Violett Kunstgalerie, damit wir kennenlernen. Und dann, wir haben kennengelernt und gefällt mir sehr, was er macht. Er ist schon ein internationaler Künstler und er macht sehr schöne Sachen. Und obwohl er ist so kurze Zeit hier in Kassel, wir haben zusammen bekommen, dass wir müssen in diesem kurze Zeit was so schnell organisieren, weil die Thema es ist, also bekommt direkt zu mir als Künstler, als Frau, als kurdischer Künstler auch. Also, ja, dann wir haben gesagt, wir schaffen das und diese Woche, wir haben das alles geplant und dann geschafft und ja, war sehr schön. Und sehr bewegend auch, ne? Das geht einem schon ans Herz, wenn man auch die Hintergründe dazu versteht und die Geschichte. Ja, genau, also hat in mir so sofort mit mir eine Wirkung gemacht. Also ich komme von dieser Kultur auch, also das mit mir zu tun personalisch. Dann gehen wir jetzt mal in das Interview mit dem Künstler. Vielen Dank, Aya. Weiterhin ganz viel Erfolg in deiner Galerie. Danke dir. Danke dir. So, dann komme ich jetzt mal zu euch oder vielleicht magst du mal neben mich kommen, Shilan. Dann wechseln wir einfach mal. Dann kannst du nämlich besser übersetzen. Ja, erstmal interessiert uns natürlich, wie der Name der Performance auf dem Friedrichsplatz war und was das symbolisieren sollte. Na, wir performen sie da in Friedrichsplatz Schibu oder Weder Chiker. Na, wir performen sie Kurbani. Kurbani, Bablan, Barabi, Kidabta Zahia, Kurbani. Na, Roki, O Mosual, Ser Ajab Kusten, Bablan, Haiwan Kusten, Yani, O دیاردهی که باوه لناو شرق و نبوهی که پیویستی با گوشته و کوهی که بابلن گناحی او کسه ده سریته و استا اما ده جین لیره همو گوشته خوین هیچ مشکله نیه او های ویژیتریانه او موضوع نینه بس موضوع اوه که تو لیره ده جی و لدنیا که تریش ده توی هر بابلن لجیهانی دوای مردنیش هر دوباره لسر خوینی او آجاله بچیته بهشت گناحی خود ده سری و عجل بکه وسیله با خوپاک بونه یعنی نزیک بونه ل خدا و اول جشن کشمان هی اما بنای جشن قربانی ل ناو اسلام هتا است همو سالک لو جشن با هزارها حیوان سر دبرن و دا باشی دکن ل ناو خالق با ویکا تو نزیک تر بیا ل خوا. Die Performance wurde nach diesem Opferfest benannt, David Chibu, Kurbani. Genau, er hatte ja Schrift auf dem Körper drauf. Das waren halt Sünden oder Verbote, die draufstehen auf dem Körper. Und bei diesem Opferfest geht es quasi darum, mit dem Blut von Schafen sich frei zu waschen von den Sünden. Und das findet jedes Jahr statt. Ikjadanik Iksadimane.
Genau, findet immer wieder statt und quasi der, also es ist ja immer der Sinn davon, dem, ein guter Mensch zu sein, in dem Denken, und sich quasi davon frei zu waschen mit Blut von diesen Sünden oder von diesen Verboten, um quasi dem guten Menschsein näher wiederzukommen. Und wir haben das ja auch im Vorgespräch erfahren, also er hat selber diese Taten im Irak mitbekommen, wo Femizid passiert ist, das heißt eine Steinigung. Da sind wir vorhin thematisch näher drauf eingegangen. Vielleicht kannst du ihn nochmal fragen, wie sehr ihn diese Erlebnisse, das mit ansehen zu müssen, in seiner Kunst beeinflusst hat und wie wichtig ihm das ist, auch nach außen zu transportieren. Trarım na ve dua bejim an nkarım. Augot chte waki chte nek jnat kan, also waki nek dua an hosa und hosa, chau bo Kunst hier, ich weiß es gar nicht. Wo hunadarta chau atkat, also chikar hunadarta. دوای او معرض بابلن او معرض کی گوره بوله کردستان او موضوعی گورستانه که بدزی خلق و کچان دا کشتو لیو دا شیر دا ببیناو قرارک درا و لدوای او معرضا و لین حکمتی کردی که هیچ جنگ نبی یعنی یک سر بینی جنو رقمک دانن دا بی تحقیق بکره بزان کی کشتی تی تاون بارکه بدوزره تا و محکمه بکره او کسی که جنایت کی کردی؟ تأثیریه هنر بلای تأثیری نیا با تأثیری هب و قرارک به حکمت درک را لسر او موضوع. Ich möchte kurz noch dazu sagen, du hast, ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, du hast vorhin gesagt, dass die Sünde war, dass die Menschen ihr das angetan haben, aber das war ja quasi nicht die Sünde oder das Verbot, sondern das, was sie gemacht hat, laut den anderen Menschen. Also das wollte ich noch mal kurz anbringen. Und er meinte, dass er halt damit, glaube ich, auch so ein bisschen Sichtbarkeit für die Frauen schaffen wollte, denen das passiert ist, weil sie halt auf den Friedhöfen und so einfach nur Nummern sind. Es sind, glaube ich, auch 4000, meinte er. Und dadurch, dass da halt Namen draufstehen und nicht nur einfach Nummern, sind das auf einmal nicht nur irgendwelche Zahlen, sondern Menschen und Frauen, die dahinter stecken. Und damit will er halt quasi Sichtbarkeit dafür schaffen, dass das halt wirklich passiert und dass das nicht irgendein Phantom ist oder irgendwie nichts Greifbares, sondern dadurch, dass es auf einmal Namen sind und man irgendwie nicht nur durch den Friedhof geht und diese Nummern sieht, wird es auf einmal irgendwie greifbarer und klarer, was da wirklich passiert ist oder was da passiert immer noch. Ja, genau, da sollten wir vielleicht auch noch mal tiefer in die Materie einsteigen. Das heißt, könnt ihr uns vielleicht nochmal erklären, für uns Europäer, sage ich mal, wieso passieren dort diese Femizide? Wieso? Also. Bocic de Hosane Kurdistan. Was heißt passieren? Cheben, ah, Cheben. Sein Osteiner, oder? Cheben. Babylon dient der Siri her. يعني خطا شيء اوي كدينا يعني كاريغري دين بابلن زور سبورت هندك موضوع دك قد شيء جن واوي ديكاش كشي يعني كومالاتي موضوع كبابلن بوتا كولتور تازا اوشتا يعني وكو رقشي رقك لو موضوع دين سبورت دك وخوشي وكو جورك لكولتور تي دامايتو يعني ناتواني دربتشي لو شتا يعني موضوع جن كشتن يعني تشوسان ويجن نبتنها لهمو كرد ولهمو روشالاتنا والراس وشتهيا يعني بس هو كاريا كمي اوي كبابلن دين سبورتي او شتدكا يعني زور باشكرا لقران ما سورتك ماني بنا النساء يعني تايبت هاتي لسا موضوع جن دبي وابكا دبي وابشي دبي وابكا وانكا او شويني دركوي او شويني درنكوي جسمي خويدا بوشي واخيرا لا لا كلتوري اسلام شن نقابي لبود اندرا يعني هم حرام كره موضوعك
Ich versuche es, aber es kann sein, dass du ergänzen musst. Okay. Er hat gesagt, dass das, glaube ich, also am Ende meint er, glaube ich, dass alle, also alles, was die Frau macht, quasi irgendwie eigentlich, also es wird viel mehr darauf geachtet, was eine Frau macht und wie sie sich benimmt und wie sie sich verhält und was für Verbote sie macht quasi. Und das wird irgendwie alles, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, das wird irgendwie, kriminalisiert ist vielleicht das falsche Wort, aber es wird schlecht gemacht. Verurteilt? Verurteilt, genau. Und er meint, dass das halt nicht nur quasi in Bashur oder, also es ist in vielen Gebieten dort so, das ist jetzt nicht konkret jetzt nur auf Kurdistan bezogen, und dass das der Grund ist, also dass quasi die Frau immer schuldig gesprochen wird, wenn was schwer, wenn was schief läuft oder wenn was Falsches passiert und nicht halt der Mann. Das heißt, auch das Thema freie Partnerwahl ist halt einfach nicht so in diesem Kulturkreis. Freie Partnerwahl innerhalb der Regeln, die es gibt, ja. Aber nicht in, außerhalb dieser Regeln, also nein. Jetzt ist es ja so, er hat selber Familie, er unterrichtet an der Universität. Wie groß ist seine Angst, jetzt wieder zurückzukehren vor Verfolgung, vor vielleicht Mobbing, vor Repressalien? Matashik Jinhaya an Pchukshikaina, wo du eine Universität in Mana, eine Erbil, wo du das sie, Chewedar Noka, wo ja, du das sie, Chewedar Spar, steht du Kai, steht du Kai, na, Rasbuk. Tres nie, bez wako harasha, harasha he, ani. Wako, blem min bitrisim na na trisim, chka, bez wako harasha a, harasha dle dakri, ani, la sar zura mozu a, ani, tahdid dakri. Bez wako tres na, hich trisakam nie, u baori shim bawa he, ka mozu i huneri esta, huneri contemporary, ani, contemporary art, la, barai koma, ani, amana zam. وحقي نيا لشتي جوان ريكو بيك بيرفكت وحقي نيا هنر او ناتشي بلاي او دا شتيكا باشا جوانا بيرفكتا يعني تشي ليبكا هنر ارتست تشي ليبكا وكو خوي باشا ودا شي تناو قضيه ومشاكل يعني لكيو مشاكل هبي قضيه هبي شتيكي غريب هبي نامو بي ودا شي تكجا موضوع انا ومن شهر اوم كرديا ناترسي نا اكيد ناترسي Er hat keine Angst. Er meinte, Kunst ist nicht dafür da, immer nur schön, also, oder seiner Meinung nach ist Kunst nicht dafür da, schöne Dinge zu zeigen, die irgendwie perfekt sind und irgendwie nicht kantig oder nicht, nichts haben, woran, was kritisiert quasi. In seiner Kunst sollen Sachen kritisiert werden oder Problematiken aufgezeigt werden. Und er macht das ja auch, also er war sich das ja auch davor schon bewusst, dass das passiert und er hat gesagt, er hat auf jeden Fall keine Angst, weil dafür seine Kunst ja steht, dass das sichtbar gemacht wird. Und was wünscht er sich jetzt für die Zukunft für seine Töchter? Wie soll deren Leben mal aussehen, wenn sie zur Frau werden? Zukunft ne Kurdicia? Pesharosh e Kijata Chawabin? والله طبعا وكو هم تشيكي ترنات وانا يعني بلم وكو كومالغا يعني تشون هاتو وابروا نا اكيد يعني نك تشي من هيك كشك لبي باشا روجي يعني باشنيا اگر خزانك با اغانا بي واحي نبي وعائله زور كسي با اغانا بن يعني هيك كس باشا روجي باشني يشن كتش Kanka, du nukat gari beja Kurdistan an mrova e politik beji hosa u hosa kan. Tu paski chi beji au chawat kan. Da fankar? Quasi darum geht, dass gerade seine Kinder, also es ist halt gerade wie es ist und es kann nicht geändert werden. Mana, hosa gut. Aber meine, also die Frage war ja, wenn er sich aussuchen könnte, also wenn er jetzt bestimmen könnte, was in Kurdistan los ist oder dort, wie er das machen würde. Also
was ist die ideale Zukunft, die perfekte Zukunft? نتوانم بلم دبینم بلام گورین هی یعنی بابلن منو کو آرتیست نتوانم شد بگورم یعنی ارکی هنر شد نا گوری و علاج جناکا و بس پیشان دادا پیشان دادا و نازاین برو کیو دروا یعنی چونکه هیچ شتگ لا کردستان و لا عراق تو نتوانی زمانتی بیانی بکی لبیانی هال سای قوتک دروز بوا دو بیانی هال دستی سرکرده یک دروز بوا سه بیانی هال دستی مظاهره یک دروز بوا و کس قیاده دکا و گروپ یک تروریستی دروز بوا یعنی نتوانی پیش بینی بکی یعنی عراق ولاته کا تو نتوانی پیش بینی اوکی بو بیانی چی رو ده Ich glaube, er hat einmal von der Perspektive von seinem als Artist geredet, also nochmal gesagt, hey, wenn es halt perfekt wäre, so, dann könnte ich ja die Missstände nicht mehr zeigen. Und dann ging es darum, dass er erwähnt hat, dass er als einzelner Mensch nicht so viel zu sagen hat. Genau. Genau, aber dass also quasi er das nicht sagen kann und er es ja leider nicht bestimmen kann. Ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, dass es einfach zu realitätsfern ist. Und natürlich können wir uns alles wünschen und ausmalen, aber es ist nicht greifbar, nicht fassbar, weil das halt, also er hat auch Terroristen erwähnt und so weiter und so fort und auch die Regierung da, das ist nicht realisierbar. Also braucht er sich nichts wünschen, was nicht zu realisieren ist. Eher sensibilisieren und aufklären? Ja, er zeigt halt, wie gesagt, die Missstände, damit es erstmal ankommt, aber wir wissen ja alle, dass solche Prozesse wahrscheinlich mich überleben werden, ihn überleben werden, uns alle überleben werden. Und er sagt aber trotzdem, dass er als Künstler genau Sichtbarkeit zeigen will, damit etwas passiert, aber das macht er nicht. Also er wird jetzt nicht die Regeln bestimmen oder er will das auch gar nicht. Er ist ja Künstler und halt kein Politiker. Okay, das verstehen wir natürlich. Wenn jetzt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen den weiteren Lebensweg von dem Henna das verfolgen möchten, vielleicht auch unterstützen möchten, seine Arbeit als Künstler. Hat er Social-Media-Kanäle und wenn ja, wo befinden die sich? Instagram, Facebook und wie lautet die Adresse? Navi Social Media, Instagram, YouTube, Nizam Chi, ciao, ja. بابلاین کمیکیشن خوی تو رکی کمالایتیه اونیا و کارکانیشم زور لیوی بلاو دبتوا بلام و لیویش و زور جار هرشم بوده تهدیدم بوده یعنی رد فعل دروز دبی هر لناو سوشال میدیا بلام سوشال میدیا با من باج بو با ایشکانم بگاتا همو خلق همو نتواک همو کسک لا عنوانی فیسبوک و هر بله بله هر سوشال میدیا کنم بنای خوام احمد نبز و فیسبوک و اینستاگرام هر تویتر همو بنای احمد نبز. اوکی، انفاق دوت اینی کامر. فیسبوک و اینستاگرام و تویتر و بنای خوام و بنای احمد نبز. Thank you. Ja, dann vielen lieben Dank für die super tolle Übersetzung. Das war auch schon in der Vorgesprächsrunde so, dass du uns sehr viel Input geliefert hast, toll übersetzt hast. Herzlichen Dank von diesem bewegten Tag aus der Galerie Violett. Wir haben wirklich auch, also es war heute für uns auch wirklich ein harter und ein schwerer Tag. Wir haben viel gelernt, viel erfahren und wir werden den Lebensweg sicherlich auch weiterhin verfolgen, wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg, viel Liebe, dir herzlichen Dank und dann sagen wir heute Tschüss, auf Wiedersehen aus der Galerie Violett.